Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Aufstieg Gravenstones. In der vergangenen Folge haben wir uns ein ganz kleines bisschen um den Stall hier gekümmert. Der ist logischerweise noch nicht fertig geworden, weil wann kriegen wir schon mal innerhalb einer Folge was fertig? Ja genau, aber wir haben schon mal gute Fortschritte verzeichnet. Wundert euch nicht, dass da jetzt gerade ein paar Bäume fehlen. Die Bäume wurden abgeholzt. Nein, wirklich. Ja, genau. Letztendlich bis zum Wasser hin. Und ich habe hier bei der Gelegenheit noch ein bisschen das Lavabecken abgedeckt. Ja, aus Gründen. Ne, jetzt sehen wir auf jeden Fall, wie viel Platz wir tatsächlich noch haben. Und das ist eigentlich kaum wirklich viel Platz. Ja. Die Fichten von da drüben werden auch über kurz oder lang zum Teil noch weichen. Genau. In die Richtung gehe ich nämlich an den Berg noch tatsächlich noch ein kleines bisschen weiter, was die Fläche betrifft, wo man theoretisch was hinbauen könnte oder hinsetzen könnte. Sei es jetzt irgendwelche Felder oder Weiden für die Tiere oder sowas. Genau. Und dann habe ich mich auch hier noch ein bisschen um anderes Zeug gekümmert, um genau zu sein, um ein bisschen Laub für einen späteren überdimensional großen Baum. Der kriegt dann letztendlich wieder Eichenlaub und Tropenlaub und Akazienlaub. Eichenlaub habe ich jetzt mittlerweile eine Doppelkiste voll. Tropenlaub arbeite ich aktuell noch dran und Akazie bin ich noch nicht sonderlich weit. Gut. Das war jetzt eine kleine Rede, Ansage, wie auch immer, die euch eigentlich kaum interessiert, vermutlich. Ich wollte ja mal loswerden, damit man eben auch mehr oder weniger mitbekommt, was das zwischendurch mal so ein bisschen passiert. Gut, aber jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um den Unterbau von dem, von dem Dach hier. Ach, jetzt komme ich da wieder nicht hoch, aber was? Ich meine, ich habe eigentlich auch... Ah, wunderbar, ich hätte sonst auch noch die... die Dings hier gehabt, die... Na. Ach, jetzt komme ich glaube wieder nicht drauf. Die Gerüstblöcke. Aber sowas braucht man ja nicht benutzen. Nee. Wir machen jetzt hier in diesem Fall einfach mal ganz einfach und nehmen da einfach bloß die... die Zäune für, würde ich sagen. Sonst habe ich das ja im Wechsel gemacht, Zaun, Tor und Zaun und sowas, beziehungsweise nicht direkt im Wechsel, aber ihr wisst, was ich meine. Ich denke mal, das kann man hier jetzt auch getrost einfach mal sein lassen. Okay. Genau, und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Theoretisch, da jetzt auch nochmal einer Y-Liner hin. Dann liegt das Zeug da oben drauf. Das ist also soweit okay. Ich meine, klar, hier die Wand wird dann auf jeden Fall auch noch reingezogen. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Vielleicht. Ja, auch dieses Dach hat ja zwei Giebel. Tja. Gut. Um die hätte ich mich wirklich vorher kümmern müssen. Ach, so eine Scheiße. Mann. Dann muss ich mir jetzt auch nochmal Gedanken machen, wie der Giebel aussehen soll, so ein Mist. Tja, wie soll der denn aussehen? Ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal ein bisschen Eiche. Genau die hier. Und den Kram meinetwegen auch nochmal. Und, ja. Punkt. Man könnte jetzt hingehen und sagen, wir benutzen jetzt ausnahmsweise doch nochmal die Gerüstblöcke. Und habe ich zufällig? Nee, habe ich nicht dabei. Okay. Einmal mal ein paar Treppen basteln. Das kann schon mal nicht schaden. Treppen helfen hin und wieder mal so etwas. Okay. Dann könnte man nämlich überlegen, ob man sich jetzt einfach mal so eine kleine Line reinzieht, wo die beiden natürlich nochmal ausgetauscht werden. Und dann kommt da einfach mal so ein Blocken und dann ziehen wir mit Treppen so was Wunderschönes hier lang. Wenn wir den nochmal eindrehen, heißt das. Genau. Ich habe keine Treppen mehr. Gut, wer bloß 8 baut, das ist kein Wunder. Ich brauche mehr davon, bitte. Dankeschön.
Ach ja, die Emeraldos sind bloß auf Tasche wegen den. Wegen den neuen Pfeilen, die ich gekauft hatte. Also, wenn ich Ostgenwert mache, das sind dann bloß so eine Kleinigkeiten, die jetzt. eigentlich nur dafür da sind, dass man dann eben weitere Folgen dann vernünftig aufnehmen kann. Ihr kennt das ja schon. Ich brauche aber noch ein bisschen Erdere, gerade mal eben, so ganz fix. Damit die so lange. Die da auch gerne runterwandern. Damit wir die kleine Lücke so ein bisschen schließen können. Ich glaube, dass ich den dafür nochmal eindrehen möchte. Okay, und eingedreht. Wunderprächtig. Gut, dann hätten wir die Dinge jetzt soweit dran. Naja, viel kann man jetzt tatsächlich gar nicht machen. Aber wo haben wir dann die Dinger? Die müssten ja nicht auf dieser Höhe sein, sondern auf dieser Höhe hier bleiben. Genau, und dann noch zwei wieder raus. Die nächsten gehen dann erst auf die nächste Höhe. Das heißt, dass hier sowieso noch das Dach drauf liegt. ich brauche neue Zäune. Gut, für neue Zäune brauchen wir natürlich erstmal wieder neue Bretter und neue Stöcker. Na, komm. Die sollten jetzt eigentlich erstmal ausreichen. Dann gucken wir mal. Naja, es wird schon. Setzen wir da mal ein paar ran. Und ziehen den ganzen Block mal ein bisschen weiter. Hier. Genau. Und dann kommt da auch noch welche dran. Richtig. Gut, das wäre es jetzt letztendlich eigentlich mit diesem Stützgebälk. In der Theorie, in der Praxis werden wir natürlich jetzt ein bisschen was davon wegnehmen, vermutlich. Gehen wir einfach mal so da lang vielleicht. Ja, auf dem Rest liegt da tatsächlich dann das Stroh. Dementsprechend kann man hier ohnehin nicht viel machen eigentlich, was jetzt so Giebel betrifft. Es sei denn, wir nehmen da jetzt noch irgendwo was raus. Hier den hier zum Beispiel. Und setzen da nochmal so einen wunderbaren kleinen Balken dran. Ich meine, das gleiche könnte man natürlich auch hier machen. Das würde mal so richtig schön mittig mal sowas rausziehen. Dann müsste hier natürlich auch noch wieder einer raus. Diese drei, um genau zu sein. Okay. Dann würde ich aber hier hingehen und da auch nochmal eine Treppe ransetzen, denke ich mal. Ist das so in Ordnung? Geht das so? Ich denke schon. Was mir allerdings noch nicht gefällt, ist diese Ecke hier. Das muss nochmal wieder aus. Okay. Und dann setzen wir da einfach nochmal eine Treppe dran. Na, ran da. Gut. Ja, liegt am Ende ja sowieso nochmal die Felswand davor. Dementsprechend ist es letztendlich auch Jacke wie Hose. Oh, geschafft. Nice. Okay, wie war das jetzt? Das Problem ist, ich habe es ja schon wieder vergessen. Ihr wisst ja, dass ich irgendwie manchmal sehr vergesslich bin. Genau. Was ja eigentlich noch ein Problem ist, dass ich die Dinger nochmal durchziehen müsste. Das ist okay soweit und ja, das kann bei mir auch so bleiben. Der wird erstmal durchgezogen. Okay. Und dann kommen da wieder zwei. Genau. Moment, wo ist denn noch gleich die Mitte gewesen? Hier, diese hier. Dann müssen ja theoretisch diese beiden wieder ran. Ja, genau. Okay, aber vielleicht sollte ich mich hier generell erstmal um den Giebel kümmern, ne? Da ist ja was. Da fehlt ja noch was. Wie habe ich das denn hier gehandhabt?
Ich habe da letztendlich mit der Treppe angefangen. Direkt daneben. Also hier. Genau da. Der kann der ja nicht auch weg. Und der hier auch. Genau, und diese Dinger müssen aber mal eingedreht werden. Da war ja was. Ach komm, eingedreht habe ich gesagt. Dankeschön. Und den auch nochmal. Zack. Wunderprächtig. Und jetzt die Treppe, bitte. Ja, ja, wir haben es ja gleich. Ich gehe auch gleich schlafen. Wird langsam schon etwas dunkel hier. Vor allem, wenn es ohnehin schon die ganze Zeit rumregnet. Oh, oh, oh. Das tut weh. Ah, freut mich das. Ja, ich weiß nicht, warum ich da... Warum ich mich daran so aufgeile, wenn es immer so weh tut. Gut, dann gehen wir mal... Ach, das war jetzt natürlich... Naja, nicht so schön. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier hinten weiter verfahren. Genau. Auf dieser Höhe setzen wir mal ein paar Bilder. Dankeschön. Drei, vier. Ja gut, hier ist ja jetzt sowieso Schicht im Schacht. Na gut. Dann müsste man jetzt eigentlich hingehen und hier auf dieser Höhe theoretisch weitermachen, aber mir gefällt die ganze Geschichte hier irgendwie noch nicht. Ich denke mal, wir ziehen hier in einen anderen Balken rein. Einer, der genau so liegt. Ich glaube, das ist etwas angenehmer. Okay, auf der anderen Seite logischerweise auch nochmal. Ich brauche mehr Holz. Ich habe zu wenig Holz in meiner Hütte. Dann haben wir hier noch was drin. Ah, das Falsche und diese... Oh, nicht drin. Na gut, dann holen wir uns mal ein ganz kleines bisschen Eichenholz, Eichenlaub, ne? Na, Eichenstämme, genau. Ach ja, nicht wundern, dass da nur noch eine Kuh drin steht. Hier ist offscreen, als ich da die Bäume abgefarmt habe, ein Blitz eingeschlagen. Drei Kühe habe ich irgendwie nicht überstanden. Das heißt, ich muss mich dann irgendwann mal um weitere Kühe kümmern. Was, was suche ich jetzt noch gleich? Genau, Eichen. Eichenholz. Upsala. Ja, doch. Ist leider nicht ganz so viel wie erhofft, aber ich habe jetzt auch keine Eichen so direkt richtig gefarmt. Da habe ich letztendlich bloß das Zeug da weggeerntet, was da stand. Aber ich habe jetzt nicht explizit nochmal irgendwelche Eichen angepflanzt oder sowas. Dementsprechend wird das wohl noch ein bisschen dauern. Bis wir da wieder ein bisschen Holz haben. Beziehungsweise bis wir da ausreichend Holz haben. Aber für die aktuellen Zwecke ist es ja eigentlich ausreichend und genug. Genau. Ja, hin und wieder nochmal am Gucken, was jetzt Pillager betrifft, weil ihr wisst ja, was in der vergangenen Folge passiert ist. Beziehungsweise offiziell ja, was danach passiert ist. Ein kleines bisschen Besuch haben wir ja schon hin und wieder mal gehabt. Würde ich mal behaupten. So, ich würde jetzt erstmal diese ganze Zaungeschichte durchziehen und dann werden vielleicht später nochmal dickere Balken eingezogen. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, vielleicht. Aber das ist jetzt noch nichts Finales. Ja, doch, eigentlich können wir das auch direkt dazu machen. Das passt auch. Ich hab keine Zäune mehr. Schon wieder. Aber ganz ehrlich, zum Glück sind das jetzt Zäune und keine Zauntore. Also das ist, glaube ich, schon ganz gut, dass ich da jetzt ja, das nur mit den Zäunen mache. Ja, und am Ende... Was war das denn jetzt? Okay. Hat keiner gehört. wo habe ich jetzt aufgehört? Da hinten. Wunderbar. Oh, da fehlt mir noch irgendwas. Na gut, einfach mal weitermachen. Ich wollte helfen, habe ich mir sagen lassen.
einfach richtig schön kopflos hier weiter schustern. Und dann müssen wir wirklich mal gucken, dass wir dann am Ende vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Querbalken hier reinziehen. Aber erstmal wirklich das ganz grobe Zeug hier reingeschmissen. Ja. Reicht das mit den Zäunen? Ja, wahrscheinlich ja weniger. Tja, brauchen wir noch 9 Stück. Für dich alleine zumindest. Oh Gott, das ist ja so zaunhungrig, aber hey, immerhin sind es Zäune und keine Zauntore, ne? Ah, ja, durchaus, aber ich brauche wieder neues Holz. Ich brauche neue Fichtenholz, ja. Nehmen wir das so lange. Und so. Wunderprächtig. Dann schustern wir uns mal wieder ein paar Stück zusammen. Habe ich irgendwo einen Aufstieg, bitte? Ich will hoch. Dankeschön. Dann können wir jetzt mal die restlichen Zäune hier ranklatschen und dann können wir wieder einen Stockwerk höher gehen. Oh Gott, ey, ist das schlimm. Habe ich etwas weniger Lust drauf, aber hey, es gehört wohl dazu. Andererseits... Ja, doch. Das Stroh liegt ja trotzdem drauf. Egal, wie der Berg dahinter detailliert ist. Oder Hügel, wie auch immer man das nennen möchte. Aktuell ist es eher ein Hügel. Der Hang, genau. Wir lassen es aber mal beim Hang. Okay. Ernsthaft jetzt? Einer fehlt? Okay, ich war ja sowieso in Überlegung, dass man da vielleicht dann nochmal den einen oder anderen Balken durchzieht. Andererseits kann man auch so lassen, weil die... Ja... Ja, doch, das... Ich würde schon so lassen, glaube ich. Alles in einem weiteren Zaun da rein. Ein Zäunchen wäre ein Träumchen. Dankeschön. So... Und gleich wunderbar unser Stroh drauf schmeißen. Eigentlich müsste diese Leine hier vorne wieder weggenommen werden, ne? Theoretisch. Und wenn man da schon dabei ist, dann kann man da eigentlich wieder Zäune und Zauntore ransetzen, hier an diese Seite hier. Aber nur hier vorne. Hier an der Seite. Kann man das eigentlich auch machen. Beziehungsweise sollte man wahrscheinlich sogar eher machen, ne? Erstmal wieder ein paar Knöpfe. 1, 2, 3. Auf der anderen Seite auch nochmal 3 Stück. Und hier die beiden, glaube ich, auch. Gut, also 8 Knöpfe. 1, 2, 8. 8 Buttons. Wunderbar wieder da drauf, man kennt es ja schon. Gut, auf der anderen Seite auch nochmal fix. Und dann würde ich da wirklich ein paar Zauntore und Zäune nochmal ransetzen. Ja, doch, durchaus. Hm, stimmt. Gut, wie viel brauchen wir denn jetzt überhaupt? 1, 2, 3. Hier auch. Ich hatte schon voll bestückt, das Ding. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3. 14 Stück. Oder wie, oder was? Ja gut, hier können wir noch nicht wirklich weitermachen. Ne? Also ich würde dann wirklich erstmal mit 14 Zauntoren da lang gehen. Mm. Genau. 14 Zauntore. 1, 2. Ist so schade, wenn es nicht reicht. Naja. 14 Stück. Ach komm. Ah, 14 habe ich gesagt. Na komm. Jetzt sind wir bei 14. Wunderbar. Dann brauche ich eigentlich noch ein paar Zäune. Richtig. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch die gleich zusammen schustern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wunderbar. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel wir brauchen, aber ist okay. Erst einmal das Ding. Und hier auch. Letztendlich kennt man das ja schon. Diese Art. Hä? Hab ich jetzt...
Ich habe mich da wahrscheinlich völlig verrechnet gehabt jetzt. Ganz offensichtlich. Ja, stimmt, ich habe ja die hier. Nee, ist überhaupt nicht richtig. Mann, warum? Warum lasse ich mich gerade wieder so verunsichern? Schlimm. Auf jeden Fall würde ich da ganz gerne durchkommen einmal. Okay, ein Zaun. Und das Ding. Und dann kann der Erdblock mal wieder dahin. Drei Stück haben wir jetzt noch übrig. Ich meine, hier vorne müssten wir eigentlich sowieso noch mal was machen, ne? Na komm. Oh, stimmt. Nicht nur das, wir haben ja auch noch kein, noch keine Strohhalterungs- irgendwas Geschichte dran. Na gut, dann haben wir es jetzt gleich. Mir fehlt tatsächlich sogar wirklich noch einer, oh meine Fresse. Na gut. Also nochmal wieder einen einzigen Zaun daran gepflanzt. Zack. Ups. Ach komm schon. So, einen Zaun. Nochmal da ran und dann können wir jetzt uns ein bisschen Stroh holen. Fürs Dach. Ja, Mu. Du bist leider gerade die einzige Kuh, die dann da später einziehen darf. Das heißt, wir müssen dann nochmal da auf den Berg gehen. Da waren, glaube ich, noch ein paar Kühe. Hoffe ich, zumindest. Und wenn nicht, dann sind da hoffentlich trotzdem Kühe. Ach, einmal umgedreht. Da soll das hin. Ah, ist das fein. Nochmal fix in die Haie gehüpft und dann können wir den Stall auch endlich abhaken. Also zumindest, was das Äußere betrifft. Innen drin ist es natürlich noch ein bisschen was anderes. Mal was trinken. Wunderbar. Und wieder hoch. Ach ja, genau, ich wollte diese ungeliebten Blöcke nochmal abreißen hier. Weil da ja ohnehin noch das andere Ding drauf liegt. Ah, das Chetero. Das wird dann da wahrscheinlich halb rüberhängen. Zum Teil. Mal gucken wir mal. Ich würde aber, glaube ich, mit dem Dachdecken oben anfangen. Also genau hier. Eigentlich muss ich hier dann sogar noch eine Dingslein reinziehen, die. Wo wir dann die Blöcke dran kleben können. Habe ich noch mehr? Nee. Aber wir haben unten, glaube ich, noch ein bisschen Erde drin hängen in dem Barrel, oder? Oh, warte mal. Hier fehlen noch Zäune dran. Mensch, was soll denn das? Eine, zwei und eins, zwei, drei. Warum sagt ihr denn nichts? Mann, 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 Mann. Okay, nochmal drei Zäune dran. Und dann kann man bei der Gelegenheit auch ein bisschen Erde mitnehmen, damit wir für die obere Line da dann genug Zeug haben. So, eins, zwei, drei. Und dann wieder auf nach oben mit der Erde in der Hand. Genau. Gehen wir erstmal den Bereich hier so direkt nach, den wir auch hier schon. Aua, was soll denn das? Wo kommst du denn her? Ich habe auch gar kein Schild mehr auf Tasche, ne? Oh, zwei sogar. Da unten ist ganz offensichtlich nicht ausgeleuchtet. Aber schön, dass die Skelette mal eben so hops gehen. Geh weg. Dankeschön. Aber wo kommen die her? Wo kommen die rausgekommen? Ach, von hier? Nee. Die könnten hier zwar spawnen, vielleicht. Aber trotzdem, wo kommen die her? Weil hier ist ja eigentlich Licht an. Von hier sollten sie also eigentlich eher weniger kommen. Hä? Bin gerade ein ganz kleines bisschen verwirrt. Naja. Ist okay. Da bin ich halt. Halt. Nicht runterrennen. Jetzt wird erstmal richtig schönes Chetero hingelegt. Dankeschön. Und es ist überhaupt nicht anstrengend, hier auf dem Zaun zu stiefeln. Nein, ist es nicht. Das halte ich für ein ganz unschönes Gerücht. Aber na.
Okay. Ich weiß, dass es jetzt aktuell noch unschön aussieht, aber das wird sich noch ändern. Der Hügel wird ein kleines bisschen weitergezogen noch. Später dann. Wenn wir soweit sind, genau. Habe ich unten eigentlich schon ein paar Fackeln? Nee, noch nicht. Die muss ich aber auch noch bald setzen. Wir werden noch hin und wieder nämlich einen kleinen monströsen Besuch kriegen, wenn ich da jetzt die Decke drauf lege. Ja, Mann, das ist doch nervig hier. Ja, es ist voll eine höher sind als die anderen Blöcke gerade. Wow, das ist doch richtig toll hingekriegt. Ja, wenn wir schon mal hier unten sind. Bad Dorch ist dran. So, jetzt spawnt hier auf jeden Fall auch nichts. Sehr schön. Weiteren Stroh hier dran. Ah, ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Ich habe das irgendwie völlig unterschätzt, wie viel Stroh wir hier brauchen. Ja gut, wenn ich sonst mal die anderen Gebäude gedeckt habe, da habe ich auch gefühlt mein ganzes Inventar voll gehabt mit dem Stroh. Also, was erwarte ich eigentlich? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Offensichtlich, dass ich weniger Stroh brauche. Naja. Der ist da falsch. Beziehungsweise vielleicht darf er dann später nochmal da sein, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Okay, wir haben es bald. Irgendwann mal. Bleib drauf liegen. Ich brauche dich ja nicht. Ach so, jetzt hänge ich wieder da drunter. Naja, es ist ein schöner, sanfter Anstieg, ne? Einfach eine riesengroße Strohplatte, die wir gerade raufschmeißen. Oh, der ist falsch. Ja klar, aber die Unregelmäßigkeiten kommen ja trotzdem noch drauf, ne? Also, so wie bei den anderen Gebäuden letztendlich auch schon. Also, die Zäune und die Falltüren und, ne, Falltüren jetzt nicht, aber, ihr wisst schon. Aber wenn wir da jetzt eher weniger Möglichkeiten haben, das Stück draufzusetzen, wir hätten das natürlich auch mit Holz machen können, ne? Das flache Dach, aber, Ivo, brauchen wir nicht. Hier machen wir alles aus Stroh, das passt schon. Damit wirklich einmal der ganze Bauernhof abfackelt, sollte hier mal ein Blitz einschlagen. Genau. Aus dem anderen Grund mache ich das nicht. Ich meine, wäre bestimmt mal lustig zu sehen, was am Ende wirklich noch alles steht. Ja, egal. Ja, das dann mal wieder hoch und dann muss ich mir bei Zeit noch mal wieder ein neues Schild basteln. Also, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit ohne Schild rumlaufe, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Darf ich da wieder hoch? Danke. Ach, ja, ich hasse die Zäune hier, ganz ehrlich. Na, hoch da. Ach ja, das war doch nur eine Frage der Zeit, bis das wieder passiert. Mann. Na ran, okay. Das ist ja jetzt auch erstmal die letzte Leine in dieser Höhe. Mit ganz viel auf und ab und hoch und runter. Ja gut, und das ist jetzt eigentlich wirklich fast die letzte Line. Ja, wir haben es doch bald hier. Na komm. Veranda, an die Veranda. Dann setzen wir da auch nochmal ein. Na komm, dann. Dankeschön. Och, was soll denn das jetzt wieder? Schlimm. Okay. Dann fehlt. Also. Eigentlich müsste der da hin. Und der dahin. Oder? Ja doch, eigentlich schon. Na komm. Ziehen wir das Stroh da einmal durch, das passt auch. Und jetzt mal da nochmal einen ran und
da vielleicht nochmal, ups, da nochmal ein. Oder eher weniger. Ja, gut, das ist jetzt aktuell sehr, sehr platt da oben. Das ist mir durchaus bewusst. Deswegen bin ich auch gerade am Überlegen, ob wir hier so einen kleinen Cut reinmachen. Dass es dann von hier aus so ein kleines bisschen ausläuft. Und so, dann machen wir das so. Dann geht das da noch so ein kleines Stückchen hoch wieder. Selbst ist auch doof, oder? Wirkt etwas seltsam. Ja, ihr habt ja recht. Dann ziehen wir jetzt doch wieder daran. Bestenfalls auch ordentlich, dankeschön. Oh, was soll das denn hier? Ich meine, die Unebenheiten kommen da sowieso noch rein, dementsprechend. Sollte das dann am Ende schon passen. Gut, dann ziehen wir das hier einfach noch auch mal ein kleines Stückchen weiter raus. So. Vielleicht. Da hat man wieder Besuch. Das ist doch richtig schön. Natürlich mal zu den wunderschönsten Tageszeiten, das finde ich richtig toll. Aber hier sieht man die Leute wenigstens auch mal. Bleib doch mal hier. Ich will mal weglaufen. Ja gut, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt kein Schild dabei habe. Ne? Also werde ich jetzt wohl doch das größte Teil mit dem Bogen machen müssen. Ach, ja, was essen hätte ich vielleicht auch mal so bei der Gelegenheit. Naja. Ach, jetzt treffe ich dich nicht mal. Oh, wo habe ich jetzt meine Axt hingeschmissen? Da ist er. Du möchtest sterben. Ein weiterer Kopf, das ist doch lecker. Kopfgeldjäger, ja. Ja gut, in diesem Fall eher Kopfjäger ohne Geld. Weil so viel habe ich ja nicht. Ich bin armer Schlucker. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal was machen mit dem Eingang da. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Ich meine, hier habe ich ja immer diese komischen Pseudo-Köpfe dran gesetzt. Das sollten wir da vielleicht auch noch machen. Eine Milch erstmal in die Murmel geschoben. Dankeschön. Dann melke ich dich nochmal. Ja, Mu. Dann gehen wir eine Runde schlafen. Dann gucken wir da mal, dass wir da irgendwas draufschustern. Irgendwas Hölzernes. Ich meine, wir haben das Werk, und wir haben Stufen oben. Da. Bin ich da mit Stufen oder mit Treppen lang gegangen bei den Köpfen da oben? Das sehe ich jetzt gerade gar nicht von hier aus. Was sind Stufen? Okay. Naja, also theoretisch könnte ich hier jetzt erstmal so ein Ding provisorisch draufsetzen. Dann den. Dann den. Wenn wir da wirklich den gleichen Kopf draufsetzen würden, dann müsste das letztendlich so laufen. Dann kommt hier wieder eine Treppe hin. Da ein. So ein Ding. Und dann hätten wir den da drauf. Dann würde ich hier vielleicht nochmal eine Treppe in diese Richtung setzen. Nein. Entweder ich gehe weiter raus mit dem Kopf hier oder ich lasse es sein. Vielleicht sollte ich mir generell einen anderen Eingang hierfür überlegen, für das Ding hier. Weil dieser Kopf vielleicht schon ein bisschen klobig ist. Oder was sagt ihr dazu? Guck mal gleich nochmal von der Seite.
Also ganz davon überzeugt bin ich noch nicht. So ist es etwas angenehmer, ja. Da kann man davon nochmal eine Laterne ranbammeln und dann haben wir doch Außenbeleuchtung von dem Ding. Das ist doch, ist doch ganz fein. Okay. Dann haben wir das jetzt weit abgehakt. Dann komm, hier ist natürlich nochmal die anderen Teile noch mit dran gepflanzt. Hier und da so ein bisschen. Genau. Und dann hier noch. Und auf der anderen Seite. Und hier. Ihr kennt das Spiel ja. Na, ja, wobei. So. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Okay. Eigentlich müsste ich hier auch nochmal wieder ein bisschen weiter rausgehen. So kann man das, denke ich mal, lassen. So. Ja, ist in Ordnung. Und dann müssen wir hier vorne jetzt natürlich nochmal die letzten Strohdinger ranpflanzen. Hier und da mal so ein bisschen. Einfach, dass es da so ein bisschen runterhängt. Ja. Dann hier drüben nochmal ein paar. Und da mal den auch nochmal einen ran. Geht das so? Ja, schon sehr platt, ne, das ganze Ding. Ja, aber hey, warum nicht? Ist das so wirklich in Ordnung? Naja, viel kann man da ohnehin nicht machen, also von daher. Noch ein paar Knöpfe drauf. Wirklich viele Zäune und Leitern kann man da auch gar nicht hinsetzen, weil das mehr flach ist als hoch. Die anderen Dächer sind ja hoch geworden. Aber selbst Knöpfe kann man dann trotzdem dran setzen, bei denen spielt das ja keine Rolle. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch ein paar weitere Zäune. Ich hab echt keine Lust mehr auf die Zäune. Die gehen mir langsam schon so hin und wieder etwas auf die Nerven. Genau, so bastelt man die. Was wollte ich jetzt noch holen? Zäune haben wir jetzt genug. Ein paar Leitern vielleicht. Und ein paar Buttons. Okay, dann brauchen wir erstmal ein paar Stöcker. Für die Leitern. Ja, dann habe ich jetzt erstmal alles auf Tasche. Fangen wir hier oben an. Mit den Zäunen. Einfach wieder ganz random hier und da mal so einen kleinen Zaun hingesetzt. Dann passt das schon. Wobei da jetzt ja weniger, das sieht ein bisschen unschön aus. Dann ist halt das okay. Ja, sonst steht mir einfach zu frei und das muss glaube ich nicht sein. Oh, Mist, ich wollte auch erstmal die Zäune setzen. Da nochmal einen dran. Ist okay. Hier vielleicht doch mal ein. Hier zwei meinetwegen, ist auch okay. Tja, das war's mit den Zäunen. Mehr kann man da leider Gottes nicht dran setzen, vorerst zumindest. Ja gut, was heißt vorerst? Da kann man generell nicht mehr dran setzen, ja, das ist richtig. Sonst wird's aber zu viel. Leider ran und hier auch noch mal eine. Ja, leider muss ich gleich wieder neue basteln, das ist richtig. Die werden vermutlich nicht unbedingt ausreichend sein. Ja, vor allem, weil wir hier vorne an der Leine noch gar nichts dran haben. Mehr Leitern bitte! Aber es ist auch schön zu sehen, dass der Stall endlich mal ein paar Formen annimmt. Ob uns die Formen am Ende wirklich zusagen, das ist natürlich eine andere Sache, aber es passiert wenigstens was. Na, hoch da. Haben wir da schon mal ein paar Leitern dran? Ne? Ach, jetzt fahre ich auch noch runter. Da nochmal eine und dann. Ja, da beispielsweise auch nochmal eine und hier hinten glaube ich auch nochmal. Ja, wobei, das will ich jetzt so lassen.
Machen wir uns an die Knöpfe. Da, ich setze gleich nochmal einen Zaun rein. Habe ich zufällig noch welche? Da. Ja, einmal rein da bitte. Na, komm mal wieder raus. Ich würde da, glaube ich, eher was anderes umsetzen. Tatsächlich eine Treppe. Ich denke mal, das ist... Oder einen ganzen Block. Ja, vielleicht mal ein ganzer Block. Das ist, das könnte vielleicht etwas angenehmer sein für das Gebilde da oben. Da kann man aber auch sagen, dass man da auch nochmal welche dran setzt. Das ist eine Treppe, das heißt, dass das eine Stufe ist. Logischerweise. Na, ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier vielleicht nochmal ein paar Zäune außerhalb auf in irgendeiner Art und Weise setzen soll. Jetzt habe ich die Achse da unten, oben, wie auch immer. Irgendwo in irgendeiner Himmelsrichtung. Ich meine, man könnte da jetzt auch nochmal da zwei Zäune dran setzen. Man könnte es wahlweise auch einfach sein lassen, aber ich glaube, so machen wir das. Ja. Wo war ich? Knöpfe. Da ist Knopf dran. Da ist noch kein Knopf dran. Da haben wir Knöpfe. Okay, wunderbar. Dann gehen wir auf die nächste Ebene. Der Evolution. Ich brauche mehr Buttons. 11 Stück. Naja. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, ne? Wahrscheinlich werden wir das dann sogar so machen, dass wir da auch oben drauf noch ein paar Button legen. Ein paar Knöpfe. Weil das sonst vielleicht etwas wenig ist. Ja, komm. Sonst sind mir die Flächen hier oben wirklich ein bisschen zu steril. Mehr, ich brauche mehr, alle. Hier auf der Seite natürlich auch nochmal überall ein paar Knöpfe gepflanzt. Ah, das ist toll. Und hier nochmal in die letzte Line ein paar rein. Ja, die letzten drei die können wir auch mal wegschmeißen. Einen dahin und damit gehen wir mal einen ran. Und das passt dann auch soweit. Sehr gut. Den Zwischenraum hier, der wird natürlich dann aufgefüllt mit ein bisschen Erde und dann wird hier generell mal ein vernünftiger Hügel dahin texturiert. Würde ich mal behaupten. Aber das Loch da muss ja auch nochmal geschlossen werden. Beziehungsweise die Felswand da muss noch dran gesetzt werden und sowas. Ja, es ist noch viel zu tun. Ein bisschen Terraforming kann er hier und da mal nicht schaden. Okay. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das Ding jetzt soweit. Von außen erstmal nicht fertig. Genau, weil ich ja ganz unten die Steinlein reinziehen wollte. Mal eine Runde schlafen, dann sieht man ein bisschen besser. Ich meine, es geht hier sowieso hoch. Dementsprechend könnte ich das mit der Steinlein noch einfach sein lassen. Dann führe ich da den Kram nochmal kurz auf. Dann haben wir nämlich die Linie bloß hier unten. Und da brauchen wir es nicht unbedingt, weil... Ja, höchstens da und da. Also rechts und links jeweils nochmal eine Treppe. Und dann hier genauso. Aber hier ist letztendlich auch gleich geschlossen. So ein bisschen. Weil ich da auch ein bisschen Erde hinschmeißen würde. Ich wollte Erde holen. Und was essen. Und dann holen wir uns selber noch ein paar Steintreppen und dann gucken wir mal weiter. Richtig. So, hier erstmal einen kleinen Abschluss. Machen wir das so.
Ganz zu würde ich das jetzt eben nicht machen, wegen dem Fenster da vorne. Ja, doch, vielleicht machen wir das dann wirklich so. Dann brauche ich die eine Falltür nochmal wieder. Wo? Da haben wir sie. Dann darf die da wieder hin. Und dann lassen wir das so. Ist okay. Und hier auf der anderen Seite muss ich natürlich auch noch wieder ein bisschen Erde da rein. Und zwar hier hinten, da wo wir ja schon so oft drin gewesen sind. Würde die ganz gerne haben. Ja gut, das ist hier natürlich etwas seltsam, aber ist egal. Passt schon. Nehmen wir die auch nochmal weg. Und die. Dankeschön. Ja, ist in Ordnung. Wie wir das denn hier mit dem Hügel machen, das wird sie dann aber zeigen. Kann sein, dass er dann über kurz oder lang dann doch verschwindet. Okay. Aber jetzt brauche ich erstmal ein, zwei viele Treppen, die wir nochmal davor setzen. Genau, mehr. Und dann könnte man sich anschließend eigentlich um den Innenbereich von dem Ding kümmern. Was wollte ich? Treppen. Oh Gott, wo sind die denn jetzt? Stein, Gestein. Die Treppen will ich dafür zwar nicht haben, aber die brauchen wir dennoch für den Fels. Das ist richtig. Wo haben wir eine Heat liegen? Hier. Nehme ich auch gleich mit. Stroh, genau, können wir wieder reintun. Dass die Tasche schon mal ein bisschen leer räumen wieder. Andesit und Stein für den Fels drin. Ja, das haben wir jetzt. Was fehlt noch? Die Steinsäge. Gut. Ja, aus den Steinen, die ich jetzt aktuell auf Tasche habe, in der Hoffnung, dass die ausreichen, weil ich dann einfach. Ja, doch, die sollten eigentlich reichen. Klar, den Bodenbelag haben wir noch nicht, aber den würde ich, glaube ich, erst basteln, sobald wir da auch den Fels drin haben. In der Hütte. Ja. Ich glaube. Man kann damit leben. Das ist schon sehr flach und das Ding hängt schon sehr weit rüber, ne, wenn ich mir das so angucke. Naja, es ist so, wie es ist. Okay. Wie sieht das denn von hier drinnen aus? Ja, da müssen wir uns da eigentlich auch nochmal um ein paar Dinge kümmern. Das ist da ja jetzt noch nicht ganz so schön. Das ist richtig. Andererseits machen wir mit Fels. Das machen wir ganz hart mit Felsen. Steinsäge runter. Und das ist das zweite Stein, wunderbar. Und jetzt werden wir mal ein paar Felsen ran, beziehungsweise ein bisschen Schalein. Okay, na komm. Wie viel ist denn das hier? So, aber nicht viel, aber nicht zu viel, weil ich teilweise auch noch ein bisschen da reingehen möchte in die Wand vielleicht. Hier unten müssen wir ein bisschen rauskommen zum Teil. Da könnte ich mal wieder ganz schließen, ist okay. Also noch ein bisschen wieder was raus an der Stelle. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich meine, das wird dann sowieso noch mit Treppen und Stufen gehandhabt. Was dann vielleicht so, kommen die beiden auch nochmal raus. Ja, es hat jetzt schon so einen leicht felsigen Charme. Den finde ich gut. Ja, ist in okay. In okay, ja. Ja, doch. Machen wir 27 Stück davon. Ich muss so ein bisschen aufpassen, dass es nicht wieder zu viel wird. Ne? Man kennt das ja. Wenn ich damit mal anfange, dann raste ich immer wieder total aus. Ne? Das ist schlimm. Nun wieder mal. Nee, das wird eigentlich eingedreht werden. Ja.
da nochmal so einer ran und hier so einer vielleicht. Können wir den nochmal hochsetzen? Naja, wobei, den würde ich, glaube ich, nochmal eindrehen. So. Ja, das ist etwas angenehmer. Dann muss ich auch noch irgendwas machen. Ja, ist okay. Der kann so bleiben. Und dann würde ich hier oben, glaube ich, nochmal so einen dran setzen. Ja, und da, den verlängern wir auch nochmal um ein Stück. Ist okay. Ja, als Feld geht das absolut klar. Ich wollte jetzt aber hier nochmal vier von den anderen Treppen haben, wenn mich alles täuscht. Wobei, die können eigentlich auch bemoost machen. Hier bei dem Stall. Bemoost die Steinziegeltreppen. Vier Stück. Ja. Warum eigentlich auch nicht? Und dann brauche ich das Stroh gleich nochmal wieder und grobe Erde vor allem auch für den Innenbereich dann, aber später. Stroh, grobus Erde, ist hier irgendwo welche dabei? Das ist eigentlich nur normale Erde, ne? Wurzelerde, okay. Keine grobe? Wo habe ich denn hingeschmissen? Okay, das ist das Laub hier, das ich vorhin schon mal angesprochen habe, aber... Oh, jetzt muss ich wieder grobe Erde suchen, oder was? Irgendwie so lang. Genau, grobe Erde und Stroh für den Innenbereich. Ich wollte jetzt aber eigentlich noch ein bisschen Wandmaterial. Wo habe ich das denn wieder hingeschmissen? Ich hatte doch mal eine Kiste, wo das ganze Wandmaterial drin war. Hier. Genau, davon vier Treppen. Habe ich welche da davon? Nee. 1, 2, 3, 4. Ja, wie gesagt, das ist jetzt für außen und dann passt das schon. Ich habe das zwar hier jetzt mal nicht, aber ich glaube, beim Stall ist es okay. Genau, die ist hier. Die steinerne Säge. Dankeschön. Dann dürfen jetzt natürlich nochmal die Falltüren weichen. An der Stelle. Und jetzt wieder einfach die Dinger rein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir das noch nicht gefällt. Das ist. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu wenig Stein, wenn ich ehrlich bin. Nochmal eine Treppe da dran? In beiden Fällen vielleicht? Also nochmal vier Treppen? Oder lieber vier Stufen? Das ist natürlich die Frage. Ich kann einfach mal noch mehr von dem Zeug. Wo war das jetzt? Da. Wir nehmen einfach mal den ganzen Block hier mit. Und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir da noch eine Stufe direkt vor das Fenster setzen. Das könnte aber unter Umständen ein bisschen zu viel sein. Na, mal gucken. Erst nochmal 1, 2, 3, 4. Treppen bitte. Dankeschön. Genau. Sind ein bisschen eingedreht, die Dinger. Tatsächlich finde ich das jetzt so eigentlich ganz angenehm. Also da würde ich jetzt gar keine Stufe drunten dran setzen. Das ist so okay. Ja, fein. Fein, fein, fein. Habe ich zufällig noch ein bisschen Laub hier. Eichenlaub. Genau. Da könnte man da noch ein bisschen Laub hinsetzen und... Da oben drauf vielleicht nochmal einen. Ja. Na, warum nicht? Dann kann man sich hier vielleicht nochmal einen kleinen Busch hochwirbeln. Wäre natürlich auch schön, wenn er sich so ein bisschen da hochwindet. Müssen wir das aber eigentlich so machen und den hier auch nochmal wegnehmen. Und natürlich noch eine Runde schlafen, damit man auch was sieht, was man macht. Sehr gut. Viel Windung ist jetzt auch nicht drin, aber ist okay. Ich denke mal, man kann damit arbeiten.
Hier in die Ecke würde ich jetzt, glaube ich, nichts setzen. Nee. Na, brauchen wir nicht. Okay. Du einmal raus. Stimmt, dann haben wir noch das Problem hier oben. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr bedacht. Das soll erstmal wieder da rein. Und der Kram kann jetzt auch erstmal rein. Ja, gut. Wie handhaben wir das jetzt da oben? Ach, verdammt, stimmt. Der fällt sich ja noch gar nicht fertig. Da muss ja noch das Anisit-Gedöns rein. Anisit, Anisit, Anisit. Wo bist du denn? Da. Meine Fresse. Denkt er, es ist fertig und fehlt noch die Hälfte. Genau. Aber reicht ja, wenn wir die Anisit-Blöcke wieder, wenn wir dafür, wenn wir Anisit-Blöcke wieder in der ganzen reinen Form hier reinsetzen, ohne Treppen und Stufen und sowas. Ich glaube, das ist sogar auch okay. Ja, etwas größerer Block von den Dingern. Passt schon. Es ist etwas wenig grün an der Felswand dann, ich weiß, aber das ist, glaube ich, auch so gewollt. Ein paar Knöpfe können wir dann nochmal hier reinsetzen, aber ansonsten würde ich das jetzt so mehr oder weniger clean lassen, weil das Ding ja auch immer wieder mal benutzt wird. Vielleicht so ein bisschen. Ach verdammt, ich hätte noch ein bisschen mehr Steine dabei haben sollen. Das Zeug und nochmal den ganzen. Damit wir da oben jetzt auch nochmal was machen können. Gut. Ja, auf jeden Fall schon mal unter die Erde gehen, richtig. Naja, wir können da unter die Erde schon mal ein paar Steine setzen. Ja, da, genau. Ist okay. Wir brauchen ja letztendlich bloß da was hinsetzen, was man auch sieht. Wenn wir dazwischen so eine kleine Zwischenräume haben, ist es in Ordnung. Ich meine, genau genommen hätten wir da auch einmal Treppen hinsetzen können. Müssen. Treppen und ganze Blöcke, ja, richtig. Ich brauche mehr Treppen. Steinsäge? Komm mal her, ich brauche dich. Und ich brauche ein paar Treppen von dir. Ein paar Treppen und. Naja, Mauern gibt es da vorne gar nicht. Schade. Okay. Dann wieder hoch. Und rein theoretisch müsste man die Erde, die da ist, nicht auch nochmal austauschen und zu Stein machen. Genau, und deswegen nehme ich auch die untere Reihe eigentlich eher mit Treppen teilweise, damit es ein bisschen felsiger aussieht. Also nochmal weg zum Teil. Nee, komm, dreh die mal ein bisschen ein. Sonst dreht er sich immer von allein und selbst wenn ich es mal will, dann geht das wieder nicht, oder was? Ja, ich würde schon eher den felsigen Charme. Okay, also da auch nochmal. Die Erde wegnehmen. Hätte ich eigentlich auch dran denken müssen, können, aber naja. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich und denken. Ich bin auch froh, wenn ich nicht vergesse, wie ich heiße. Oder mal ein. Ja, gut, dann hängen die jetzt mein Weg auch so rum. Ist auch okay. Kann ich mit leben. Weil ich muss. Wieder ein bisschen Stein rein. Dann auch nochmal. Und dann kann man das hier auch nochmal dicht machen. Fein, fein, fein. Dazu sag ich nicht nein. Okay.
Klar, die Ecke da oben nochmal, dann kann man sich hier vielleicht noch ein bisschen was dran setzen. So vielleicht. Dann würde ich aber den, glaube ich, auch nochmal wieder austauschen. Genau den hier und zu dem Ganzen machen. Die Erde da auch nochmal weg an der Stelle. Ist ganz schön dunkel hier oben, ne? Also, ist jetzt aber auch okay. Tauschen wir den nochmal aus und machen den zur Treppe. Und tatsächlich bin ich gerade am überlegen, ob wir den auch mal wegnehmen und zur Treppe machen. Ja, es hat was mehr oder weniger Felsiges auch da oben. Ist also okay. Gut, dann natürlich die Knöpfe nochmal überall hin, da wo sie wollen und wo sie nicht wollen. Und da, ja, nicht da. Bestenfalls an den Fels, dankeschön. Wo habe ich jetzt noch überall welche hingesetzt, wo nicht, na, wo keine hin sollten? Ich meine, man sieht die Knöpfe sowieso kaum, das ist mir durchaus bewusst, aber das ist ja egal. Sie sind trotzdem da. Und sie haben auch ihre Daseinsberechtigung. An den richtigen Stellen. Versteht sich. Guck mal wieder weg. Dankeschön. Na, so okay. Ja, ich würde sagen, ist in Ordnung. Erstmal ein munteres Boden austauschen. Ist natürlich noch die Frage, wie wir das mit dem Mittelgang hier gestalten, wie wir den Mittelgang jetzt gestalten wollen. Also der letztendlich zwischen den beiden Bereichen ist. Kommen da noch. Kommt da noch irgendwelches Gestein rein oder wird da auch einfach bloß geerdet? Aktuell würde ich nämlich sogar dazu tendieren, dass hier einfach nur grobe Erde nochmal reinkommt. Vielleicht eine Kombination aus grober Erde und Wurzelerde. Für den Mittelbereich. Da ist noch was. Ja, wir können ja erstmal gucken. Ja. Ich höre Spinnen. Wo auch immer die wieder rumkriechen. Ich glaube, das will ich auch gar nicht wissen. Reicht, wenn sie die Kühe damit rumschlagen müssen, wenn sie hier drin wohnen. Genau, da kann wieder gestopft werden. Das reicht dann auch, ne? Ob weitergehen brauche ich da jetzt mit dem, mit dem Zeug eigentlich nicht. Kann man so lassen, das läuft dann hier so ein bisschen aus und sieht jetzt hier nach draußen. Ja, wobei, das können wir auch gleich jetzt hier auslaufend machen. So, kommt da nochmal ein bisschen was hin. Und hier vielleicht. Ja, wobei ja da, der kann wieder zugemacht werden. Ja, das ist, glaube ich, so okay. Gut. Dann brauche ich einmal die grobe Erde und einmal das Zeug hier für die Boxen. Zum Beispiel die beiden Seiten. Genau, fangen wir mal mit dem Stroh an, dann können wir die Lücken gleich mal mit der groben Erde dann füllen. Größtenteils Stroh, würde ich sagen. Und die Zwischenräume dann mit grober Erde. Natürlich dürfen wir hier und da auch diese kleinen, feinen Stroh, Heu, wie auch immer, Haufen nicht fehlen. Kommt dann einer auf jede Seite. Genau. Dazwischen bin ich teilweise gegangen, ist okay. Ja, ist in Ordnung, da auch nochmal hin. Okay. Ja gut. Dann die grobe Erde ist doch dazu. Man kennt das ja. Auch wenn ich gerade am Überlegen bin, ob ich da bei den in den anderen Stallungen auch Wurzelerde noch mit dazwischen geschmissen habe oder war es einfach nur das? Das wisst ihr wahrscheinlich gerade eher als ich offensichtlich, weil ich habe keine Ahnung. Oh Mann.
Da kann auch ein bisschen Stroh rein, auch wenn es da etwas unnötig ist. Ja, vielleicht ein bisschen Stroh passt schon. Okay. Ach, jetzt habe ich wieder keine grobe Erde. Grobe Erde bastelt man aus Kies und Kühen. Nee, aus Kies und Erde. Erstmal eine Runde schlafen. Wir haben es doch fast. Na komm, Erde habe ich jetzt genug auf Tasche. Kies hatten wir in irgendeiner Kiste, genau. Ist natürlich die Frage, in welcher. Welche Kiste? Nee, hier. Ach. Nein. Haben wir hier Kies drin? Nein, auch nicht. Wo habe ich das Kies hingeschmissen? Da haben wir noch an die Citrone. Ja, toll, ich will aber trotzdem Kies haben. Ach, nur mit denen so lange. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt schon. 16 Stück mehr brauchen wir da jetzt auch definitiv nicht mehr. 40. Aber wir brauchen noch mehr Stroh. Wir brauchen noch ein kleines bisschen mehr Stroh. Heißt aber natürlich auch, dass wir dann das ganze Gestein hier drinnen lassen können. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, jetzt habe ich den Kies da reingetan. Ist okay. Steine in der Säge lassen wir hier. Stroh nehme ich noch ein bisschen mit. Sehr gut. Dann habe ich ja jetzt fast. Na komm. Stimmt, ich habe den Mittelbereich völlig vergessen. Da muss ja das dann sozusagen, das hört auch mal ran. Ja. Genau, grobe Erde und Wurzelerde hier in die Mitte. Ich habe den Kiecher gerade weggebracht, ne? Ist okay. Noch ein kleiner Heuhaufen hier rein. Ja, ist in Ordnung. Dann, ja, vielleicht. Auch hier vorne, das ist, glaube ich, okay. Ein bisschen höher noch. Genau. Machen wir das so. Haben wir in beiden Fällen ein bisschen Stroh stehen, ist in Ordnung. Dann brauchen wir eigentlich noch eine Tränke für die Tiere. In beiden Fällen. Man kann natürlich auch sagen, dass man hier einfach nochmal das komplette Ding dicht macht mit dem Stroh und sowas, dass man gar keinen richtigen Gang hier dazwischen hat. Dann haben die Tiere natürlich ein bisschen mehr Platz als nur diese kleinen Ecken hier. Egal. Egal, egal, egal. Also ein bisschen weitere grobe Erde und Wurzelerde natürlich nicht vergessen. Genau. Grobe Erde, Wurzelerde, Zäune, Zaun, Tore. Und ja, genau. Wo habe ich das Kiesgedönschen geschmissen? Hey. Was ich hier? Nein. Das ist doch echt schlimm. Ich habe den Kieskram gerade erst in der Hand gehabt. Nehmen wir den. So lange. Okay, grobe Wurzelerde. Hatte ich das bei dem Teichgedöns mit drin? Ja, habe ich. Wunderbar. Gut, ja, dann kann man eigentlich den restlichen Kies hier wirklich mit beziehungsweise umwandeln. Wunderbar. Sollte ich vielleicht auch mal bei Gelegenheit wiederholen gehen. Ein bisschen Kies. So viel haben wir, glaube ich, auch nicht mehr davon. Also hier unten im Lager auf jeden Fall nicht. Also hier im Dorflager. Wie das oben in der Festung gerade aussieht, das weiß ich tatsächlich eher weniger. So, ein bisschen mehr auslaufen. Na, vielleicht nochmal eine grobe Erde hier. Okay. Genau. Dann können die Zwischenräume gleich mit Wurzelerde dann gefüllt werden. Ist okay. Und vielleicht noch ein bisschen mit Pfad.
Ja, warum eigentlich auch nicht? Genau, alles, was ich jetzt noch freilasse, das kann man dann einfach mit Pfadblöcken machen, also mit normalem Gras oder Erde, die dann nochmal in der Schaufel bearbeitet wird. Man kennt es. Da nochmal einen ran. Ist in Ordnung. Dann einmal die normale Erde-Dirre, Dankeschön. Und die Schaufel gleich direkt dazu. Damit ich nicht vergesse, wen ich da jetzt bearbeiten muss. Genau, das habe ich ja völlig vergessen. Das geht da ja gar nicht. Ach ja, ich wollte gerade sagen, du hast die große Ehre, jetzt gewurzelt zu werden, aber naja. Okay, da noch einer ran. Schön nach und nach. Ich meine, hier drin wächst sowieso kein Gras. Also theoretisch könnte ich hier jetzt auch huch, die normale Erde lassen. Aber es ist mir dann, glaube ich, doch ein bisschen zu eintönig. So mit diesen Erdblöcken nochmal, beziehungsweise mit den Pfadblöcken nochmal dazwischen, das ist gar nicht mehr so schlecht. Wirkt schon etwas angenehmer fürs Auge. Da nochmal einer ran. Na komm. Die Schaufel muss da ran. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und die letzten beiden. Na, so angenehmer? Ja, viel, viel besser. Okay, Zäune. Rechts und links jeweils immer ein Fass gesetzt. Wo dann letztendlich Futter drin liegen kann. Für die animalischen Animal. Ja, wobei. Letztendlich spielt es auch keine große Rolle. Wisst ihr was? Ich ersetze den Block hier nochmal eben. Okay. Und dann setzen wir da und da und hier dazwischen auch nochmal ein paar Zäune. Also, 2, 4, 6, 12 Zäune nochmal. Habe ich die hier drinne? Nein, ach so, ich habe die auf Tasche. Haben wir ein kleines Zaunspektakel in den Ecken. Ja, ist okay. Dazwischen dann die Zauntore, ist auch in Ordnung. Hier müssen wir das irgendwie anders handhaben, damit wir die Tiere nicht rauslaufen. Die können jetzt da nochmal drauf rumstehen. Wobei, da komme ich nicht drauf, ne? Hoffe ich. Wir machen es da einmal ganz dicht mit den Zäunen. An der Stelle. Ich brauche mehr Zäune, bitte. Ich brauche erstmal Fichtenholz. Da habe ich auch nicht mehr auf Tasche. Machen wir das so lange. Fichtenholz für weitere Zäune, bitte. Und für Zauntore natürlich. Aber erstmal wieder ein paar Stöcker. So, Zäune. Und Zauntore waren das, genau. Also wieder ein bisschen von dem Zeug. Ich würde aber erstmal sagen, dass wir die Zäune erstmal dran setzen, dann gucken wir, wo die Zwischenräume denn letztendlich bleiben. Ja, machen wir es ja einmal bis oben hin dicht. Und hier dann auch nochmal. Passt schon. Aber nur in den beiden Bereichen. Hier vorne, das wird dann erstmal mit ein paar Zauntoren gefüllt. Also 2, 4, 6, 8 Zauntore nochmal bitte. Zauntorchen. 8 Stück. Das sind 4. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Dann haben wir es jetzt gleich. Die Folge hat auch schon wieder Überlänge. Okay, die Beleuchtung fehlt noch. Und nicht nur die Beleuchtung, eigentlich fehlen hier auch nochmal die Fichtenfalltüren dran an den ganzen Dingern hier. Wobei ich da jetzt auch sagen würde, dass wir da bei Fichte, dass wir das bei,
Wobei, nee, da drunter noch ein paar Schilder. Schilder. Hier unten würde ich, glaube ich, so lassen, wie es ist. Ja, wobei auch nicht, ne? Da muss ich aber die entsprechenden Blöcke nochmal wieder austauschen. Einmal den, der bleibt so, der hier muss nochmal ausgetauscht werden. Ja, genau. Falltüren. Eine hier. Eine hier. Nochmal auf den Kram, damit ich mich frei bewegen kann. Okay. Ja, die können meinetwegen so bleiben, aber hier diese, diese richtigen Balken, die würde ich, glaube ich, schon ganz gerne so handhaben. Mit den Falltüren dran. Jedenfalls da, wo es geht. Hier natürlich wieder nicht mehr wegen dem Zaun. Wunderbar. Also 1, 2, 3, 4. Ja, genau. 4 Falltüren fehlen dann noch. In dem oberen Bereich zumindest. Wir brauchen aber eigentlich noch ein paar mehr. Ja, dann gib mal her den Kram. So, und das Bettchen ruft natürlich auch wieder. Mann. Ah, die Folge geht heute wirklich etwas länger. Ganz offensichtlich. Aber ich habe meine eigene Schuld. Wenn ich das Ding so, na, wenn ich das Ding fertig kriegen will, dann dauert es halt. Das kann ich leider nicht vermeiden. Okay, die sind jetzt alle dran. Hier fehlt noch einer. Die sind jetzt wirklich überall. Da unten sind sie alle dran, da sind sie alle dran und von hier aus fehlen sie natürlich noch. Okay. Also, ein paar Schilder brauche ich jetzt natürlich auch nochmal dafür. Habe ich auch wieder richtig Bock drauf, die Schilder zu setzen? Naja. Wird wieder Zeit für einen epileptischen Anfall. Ein paar mehr Stöcke. Für ein paar mehr Schilder. Dankeschön. Dann muss jetzt natürlich die Fackeln da weg. Ich würde sagen, dass ich die erstmal temporär hier auf den Boden setze. Damit wir wenigstens ein bisschen Licht drin haben, die. Die Beleuchtung wird hier nämlich dann in Form von Laternen nochmal reingesetzt. Irgendwo. Richtig schön mittig vielleicht. Na, mal gucken. Aber ja, ich muss natürlich wieder die wunderbaren Schilderinskis hier ran. Sehr gut. Es wird dunkel. Es wird sehr dunkel. Okay, dann haben wir den Kram jetzt weit dran. Jetzt fehlen noch ein paar Laternen. Das ist natürlich die Frage, wie viele wir hier reinhängen wollen. Ich hole erstmal drei. Ich glaube, ich hole erstmal Material für 3 Laternen und dann. Genau. 3 Laternen. Das habe ich wahrscheinlich alles vorne sowieso schon gehabt, ne? Habe ich hier noch irgendwelche Laternen. Hey, da haben wir so noch eine Laterne drin, ne? Und Material für eine Laterne. Aber keine Eisen mehr. Ne, das Eisen hatte ich vorhin auf Tasche, glaube ich. Haben wir noch welche drin? Ne, auch nicht. Ich habe nämlich einen zweiten Ofen gebastelt, habt ihr ja gerade gesehen, und wo ich dann auch ein bisschen Eisen durchgebraten habe teilweise. Und ja, Holzkohle hergestellt habe. Genau, weil wir endlos viel Tropenzeug dann dabei hatten. Wo habe ich denn jetzt das Eisen hingeschmissen? Das ist ja richtig schlimm. Weil ganz ehrlich, eine Laterne ist ein bisschen wenig. Ich würde dann hier in diesem Bereich nochmal eine Laterne ranhängen, vielleicht da an die Seite. Und da drüben dann auch nochmal eine. Und hier vorne muss auch nochmal eine ran. Also nochmal, ja, nach wie vor noch 3 Laternen. Okay. Entschuldigung.
Drei Laternen, davon muss ich aber erstmal das einzelne Eichen finden. Ach, da ist es. Ja, toll, danke. Ich gehe mit meiner Laterne. 1, 2. Drei Laternen in die Tasche. Die Tiere kommen aber beim nächsten Mal rein. Oder das mal ja am Offscreen oder sowas. Mal gucken. Aber letztendlich kommen die Tiere da so noch nicht rein. Fällt mir gerade ein, weil wegen, wir haben noch keine Weide. Richtig. Die Zäune müssen ja noch überall ran. Und dann muss dafür noch ein bisschen geterraformt werden. Aber ich würde mal sagen, das ist trotzdem eine Sache fürs nächste Mal. So, da haben sie ein bisschen Beleuchtung. Ist okay. Und jetzt würde ich den letzten... Klar, man kann hier nochmal in die Mitte setzen. Oder wir machen das einfach von außen. An einen der beiden Blöcke hier. Sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Etwas. Vielleicht. Ja, ich glaube, das gefällt mir sogar wirklich nicht. Dann kommt er doch eher hier rein. Meinetwegen dahin. Oder eher an den Balken. Komm mal her. So. Okay. Dann ist der Stall jetzt auf jeden Fall fertig. Und die Folge ist auch soweit abgehakt. Nein, ist er nicht. Nein. Die Wassergeschichte ist ja auch gar nicht drin. Ach, so ein Mist. Machen wir das so. Ja. So ist okay. Upsala. Dann brauche ich jetzt trotzdem mal wieder ein paar Schilder. Ich hatte doch vorher noch welche gehabt. Die habe ich doch nicht alle verbraucht. Wunderbar. Dann setzen wir da ein paar Schilder vor. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Na komm. Schild, Schild und Schild. Dann noch ein bisschen Wasser da rein. Wäre natürlich schön, wenn man jetzt noch eine endliche Wasserquelle gehabt hätte, aber naja. Noch haben wir sie nicht. Die haben wir erst, sobald der Brunnen steht. Und der braucht ja auch noch ein bisschen Zeit. Beziehungsweise es wird erst der Baum stehen und dann der Brunnen, vermutlich. Oder basteln wir doch erst den Brunnen und dann den Baum. Naja, eigentlich müsste ich das wirklich zuerst mit dem Baum machen und dann anpassen. Na gut. Aber das ist jetzt auch nicht für jetzt, sondern fürs... Naja, mal gucken. Vor allem den nächsten Male. Gut. Aber auf jeden Fall ist der Stall jetzt wirklich fertig. Freut mich. Dann hoffe ich auf jeden Fall auch, dass euch die Folge soweit gefallen hat. Und euch gefällt hoffentlich auch der Stall soweit. Ja, ich muss mich nochmal entschuldigen, dass die Folge etwas länger geworden ist. Naja, ich hoffe, dass es nicht wieder zur Gewohnheit wird. Gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass euch die Folge soweit gefallen hat. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.